So, angekommen. Sind jetzt hier auf dem Campingplatz La Manga. Wunderschönes Gebiet hier, ein riesiger Campingplatz, richtig schön groß. Und ja, wir sind hier auch schon ein bisschen Fahrrad gefahren. Wir stehen jetzt hier seit dem 6. März, 6., 7. März. Ja. Und sind haben genau 8 Tage hier. Seit 8 Tagen, genau. Und kommen erst heute dazu, hier ein bisschen Dokumentation drüber zu machen. Der Campingplatz ist wunderschön, wir haben tolle Nachbarn, richtig schöne große Parzelle drauf. Und ja, was man vielleicht jetzt hier noch gar nicht so sieht, wichtig ist aber, dass die Clara gar keine Halskrause mehr anhat. Da freuen wir uns jetzt drüber. Wir hoffen, dass wir das jetzt ein paar Tage so kriegen. Der Campingplatz selber ist relativ groß, also ist ein Riesenplatz. Aber sehr freundliches Personal, hat einen eigenen Supermarkt und ist direkt unten am Strand. Und du lässt mein Mikrofon in Ruhe. Hast du es erwischt, ne? Ja, klar. Typisch Balu. Ja, Balu hat immer gerne das Mikrofon in der Hand. Ja, aber ansonsten richtig schön. Und ja, wir machen dann auch gleich noch ein paar Dokumentationen innen drin vom Platz selber. Du warst auch schon im Sparmarkt, hast du gesagt, ne? Sparmarkt war ich auch schon drin. Ja, und da super. Auch alles zu kaufen, egal was du haben möchtest. Wunderbar, klasse. Also, mir wird hier rundum versorgt. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen bleiben können. Also, wir zeigen euch noch ein bisschen den Platz und dann ein paar Impressionen hier auf der Gegend. Bis nachher. Tschüss. We'll be right back.
Also das ist jetzt auch etwas, was es scheinbar wirklich nur in Spanien gibt. Ich kriege gerade einen Glasfaseranschluss ins Auto gelegt für mein Internet, damit ich dann auch in Ruhe arbeiten kann. Und das finde ich total spannend. Also hier wird gerade Glasfaser ins Auto reingelegt. Hier ist mein Arbeitsplatz. Hier darf ich also schön arbeiten. Und der nette Kollege hier von der Mangatel, der legt uns gerade einen Anschluss.